Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Star Road. Mein Name ist Lokazeit und in der letzten Folge haben wir haben Welt 6 abgeschlossen. Komplett. Also, wo ist Welt 6? Wie heißt die eigentlich? Colorful Coral Caverns, diese Unterwasserwelt. Und ja, die ist fertig. Was haben wir noch gemacht? Ich glaube, ich hab's vergessen. Einen Stern haben wir noch dazu geholt. Aber... Ah ja, Cloud Rail Station. Richtig. Der war, ja, dezent. Auf jeden Fall, habe ich mir am Schluss der Folge gewundert, ist da irgendetwas auf diesem Ding hier? Und nein, da ist nichts. Aber, hier ist etwas. So ein Ding. Wie sagt man? Fragezeichen, Block. Da ist ein Leben drin. Kein Interesse. Aber, ich hab gedacht, ihr solltet das auch erfahren, denn, sonst würde ich das jetzt nicht Let's Playen, wenn ihr mir ein paar Sachen erforschen würde und so und ja. Allerdings habe ich das offscreen gemacht und hi Toadi, die wäre noch gar nicht gesehen. Hallo und hallo Spaceship, viel offensichtlicher. Interessant. Okay. Toter Baum. Schloss. Mit Regenbogen. Ein Regenbogenschloss, Gumba. Boah. Stirb. Okay, ich glaube, ich schau da hinein. Ja, warum nicht? In Starlight Runway, follow the glittering path. Glittering path. Schauen wir uns mal zuerst um. Oh, das ist glittering, oder? Ja, sagen wir mal, das ist glittering. Das sind nochmal Artillerie-Sachen. Oi. Was wollen die beschießen? Schauen wir mal. Beschissen. Sind das Kanonen? Das wäre cool. Wisst ihr was? Das probiere ich aus. Sind das Kanonen? Ja, nein, weiß nicht. Vielleicht. Oh, Moment. Da ist ein Schild. Schauen wir mal, was das Schild sagt. If you look up, you can see the satellite used by the space. Really? Don't see anything. Oh, eine rote Münze. Wie schön. Ich sollte aber da hinauf. Oh, der war sauber. Der war nicht so sauber. Aber was dafür geht, ist ein Wandspringer. Oh ja, ja. Nice save, Mario. Okay. Der Gegner macht mir trotzdem noch am meisten Sorgen. Und da ist ein simples Pop-Bomb. Aha. Ah, wir sollten vielleicht nicht nur lesen, sondern auch besprechen. If you can shoot through all five of these hoops, I've had a star will appear. Just press the purple switch and hop in either side of the turret. Then I'll climb through this hatch and I'll aim for you. Oh, okay. Ich verstehe schon. Das sind also Kanonen. Und der Bob-Bob kontrolliert's. Okay. Na dann. Aim well and fire. Ziemlich geil. Aber eigentlich will ich da hinauf. So, schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich ja schon die Einstellung für den ersten Ring. Oder so. Er hat Zeit. Wow, ich hab keinen Schaden genommen. Jetzt habe ich schon mit 4 Schaden gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, egal. Hey, eine Leiter, da muss ich sicher hinauf. Mario? Mario ist anscheinend zu dumm, Leitern zu erklimmen. Hey, und du störst. Big Purple Grape! Okay, ja, Sachen gibt's. Hey. Schild, was sagst du zu mir? Oh dear, Mario forgot how to climb ladders again. Oh, it looks like he will have to go around. Oh, really? Okay, ja, na, das ist unmöglich. It looks like I have to go around. Indeed. Oh Gott. Oh Gott, dear God. Warum sagt man das eigentlich so auf Englisch? Bin mir gerade gar nicht sicher. Egal. Eigentlich nicht so wichtig.
Hallo Popom, bitte töte mich nicht. Sehr schön. Und damit, ja, ich glaube, das ist, geht das Glittering Path durch. Also, soweit ich das sehe. Sniffit, du warst leider im Weg und musstest sterben. Und Kugeln, das ist nicht schön. Gar nicht schön. Oh, ich will die voll da hinunter. Und wenn ich nicht hinunterfall, dann verliere ich alle meine Energie und ich bin tot. Mario! Nope. That's a death. Oh, wenigstens sterben wir da wieder heraus. Hallo, Glitches. auf jeden Fall, wir sehen uns um. Ja, um. Definitiv. Ganz weit um. Nicht zu weit, aber weit. Hey, du, stör nicht. Das war aggressiv. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich die Musik da unglaublich geil finde? Wirklich? Wirklich? Wow. Okay, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Boy Bass von Super Mario Galaxy. Außer ich habe schon erwähnt. Dann, ja, dann ist es nicht mehr Boy Bass, aber ja, was soll's. Ich versuche einen neuen Start. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass der erste Stern von hier herinnen so schwierig sein würde. Und du, Sniffit, stehst leider im Weg für meine zukünftigen Versuche und... Das war jetzt irgendwie zu einfach. Irgendwie enttäuschen. Auf jeden Fall, was haben wir hier? Oh, Moment, war da nicht irgendwas von Satelliten dahergeschwafelt? Vorhin? Ah, ich muss sagen. Nein! Oh. Okay, wenigstens verlieren wir keine Energie. Wenigstens eine gute Sache. Hallo, du! Wo kommst du auf einmal her? Sachen gibt's. Hä? What? Mario? Mario? Hallo? Mamma mia! What the heck happened? Ich wollte gerade Leben auffüllen und dann haut mir dieser Gegner und... Wow! Du, mein Junge, bist böse. Und ich nähert mir den nimmer so schnell. Wahnsinn! Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst. Glitches every day. My friends, glitches every day. Okay, ich sollte mich besser auf den Weg da hinauf machen. Am besten keine Gegner besiegen, weil sind eh noch stören und ja, was soll's. Wir schauen da hinauf und hoffentlich dieses Mal ein bisschen besser wie die letzten Male. Denn ich hab's eh schon ein paar Mal zusammengekartet. Diesmal, ja, mach mal wieder meinen ganzen Weg. Ja, da drüben war ein Krater oder sowas ähnliches. Im Hintergrund. Da ist noch einer. Sehr interessant. Hallo Sniffit, du bist mir gar nicht aufgefallen, weil ich gerade auf den Background geschaut habe. Egal. Auf jeden Fall, da jetzt eng, weit. Wow, okay, das hätte ich vielleicht anders machen sollen, aber ich lebe noch. Wow, ich hab's geschafft. Irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Und jetzt zu dieser Stelle nochmal. Ich bin mir noch nicht sicher, was der richtige Weg dafür ist. Dreisprung? Wahrscheinlich schon, aber an einem besseren Ort soll es durchführen. Also, 1, 2, 3, so in etwa? Nein? Nein. Hey, ich hab nicht einmal was machen können. Und das da ist verdammt eigenartig. Na, wie bereits gesagt, glitches every day. Vielleicht fixe ich mir aber auch nur zu sehr gerade auf den Dreisprung. Das ist auch möglich. Und ich sollte Weitsprung da drüben machen.
Ja, viel einfacher. Oh, oder auch nicht. Oh Gott. Ah, na, so kann ich nicht sterben. Das ist okay. Schau, nicht tot. Nicht tot ist besser als tot. Was? Die kann unsichtbare Wand. Na, das verweigert die. Verdammt. Ich nehme schon wieder Schaden. Oh, es läuft irgendwie. Schau. Kaum denkt man überhaupt nicht mehr drüber nach, funktioniert es plötzlich. Es ist eigenartig. Es ist verdammt eigenartig. Und die Plattformen schweben auch sehr eigenartig. Aber das macht nichts. Oh Gott. Hey, ich lebe noch. Okay, irgendwie haben wir es da hinauf geschafft. Da oben befindet sich der Stern. Okay, ich hoffe, das sind keine Fallen. Ich springe lieber zur Sicherheit. Ein bisschen mehr, als wie es eigentlich müsste. Und... muss das sein? Wirklich? Ah. Geschafft. Das war knapp. Zu knapp. Wow, okay, das hat lange gebraucht, bis ich es mal wieder so weit geschafft habe. Und das war sauber. Ohne Nachdenken sauber. So, okay, jetzt darüber. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt diese schwierige Stelle. Okay, safe! Ah, okay. Und das nochmal. Ah, sehr schön. Wir sind da herum. Du stirbst. Zuallererst. Keine Risiken eingehen. Gut, dass da herum keine rote Münze ist. Ich würde morden, wenn da herum rote Münzen wären. Aus dem... bemerkt einmal den Münzenkontostand da oben. Das war allein das, was ich zum Überleben gebraucht habe. Und das war ein zu kurzer Dreisprung. Na, der auch. Müssen da circa ansetzen. Und der dritte soll vielleicht funktionieren. Das wäre auch schön. Eins, zwei, na, zu weit? Ich dürfte es funktionieren. Eins, zwei. Na, noch ein bisschen weiter. Okay, aber ich verstehe schon, wie der Stern funktioniert. Auf jeden Fall kann man da nicht nochmal einen Doppelsprung anwenden. Habe ich jetzt gerade bestätigt. Ah, zu spät. Okay, ist ein bisschen schwieriger wie erwartet. Vielleicht sollte er ein bisschen cheaten. Also, mit dieser netten Technik. Nee, vielleicht bauen wir es mal. Na, zwei Versuche geben wir noch. Also, eins. Na, zwei legitime Versuche. Ah, der war sauber. Na, der war sauber. So und so. Schau, geht doch. Man braucht nicht einmal cheaten. Here we go. Und das nach 40 Minuten Rawzeit. Oh yeah! 40 Minuten. Für einen Stern. Wow, ich habe viel zusammengebracht in diesen 40 Minuten. Da darf man schon stolz auf sich sein, oder? Oh Gott. Irgendwie will ich nicht in die Welt zurück. Ich entferne mich von dieser Welt und begehe Selbstmord. Na, nicht wirklich. Ich will nämlich irgendwo anders hinschauen. Nur nicht in diese Welt. Nur nicht in diese Welt. Weit weg von hier. Wahnsinn. 40 Minuten für einen verdammten Stern. Also, ich glaube, das ist mir noch nicht passiert. Zumindest nicht in diesem Let's Play. Glaube ich mal. Egal. Welt 1 bis 6 ist abgeschlossen, das ist das Gute. Ich glaube, das wäre am Anfang der Folge erwähnt. Ich weiß nicht mehr, es ist schon 40 Minuten her. Oh je. Ich glaube, das wäre noch ein paar Mal so. Wisst ihr was? Ich schaue nach Cooper Canyon. Moment.
das ist eine Cooper kenne. Egal. Suchen wir mal Lost Penguin. Einen zweiten Nachteil habe ich auch noch wegen dieser, ja, 40 Minuten Eskapade. Nennen wir das Ganze mal so. Hallo Penguin. Kein Spruch, schade. Naja, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verbleibend ist, beziehungsweise wir schon Intus haben und deswegen. Ja, muss ich jetzt raten. Und ich werde einfach diesen Stern noch machen und dann es wahrscheinlich lassen. Mario, komm schon. Ist doch nicht so schwer. Und ja, schauen wir mal. Soll ich vielleicht. Dies wäre Snowman Stand gewesen, stimmt's? Genau da hinunter. Na, wo ist jetzt Mama Penguin? Ich hab's vergessen. Vielleicht muss ich darüber schauen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht sollte ich das Ganze ohne Penguin einmal machen. Und das war gerade verdammt sauber. Flagge, du stehst im Weg. Wirklich. Ich glaube, das ist keine Safe-Sache, die was ich da gerade anstelle. Aber ich lebe noch. Und der Penguin-Baby auch. Der Shy Guy nicht, aber wer mag schon Shy Guys? Seien wir uns ehrlich. So, watschen wir da hinauf. Ich glaube, da darf man nicht springen. Auch komisch. Hey, aber wir haben es rüber geschafft. Oder so. Und irgendwas Böses sagt mir, dass da oben unser Pinguin ist. Oh, das war ein schneller Stern. Fast zu schnell. Mit dem hat gar nicht gerechnet. Thank you so much for finding my naughty child. I have to keep a closer eye on here. On him from now on. If you like, you can take the star. I found as my thanks. Oh, ich hätte jetzt noch einen Stern, einen Punkt gemacht. Aber hey, was soll's? Danke für den Stern, würde ich mal sagen. Und hey, du hast dein Baby zurück. Ich klaus mal. Gib her. Oh, schau, kriegst du wieder. Dass du nicht ganz alleine bist. Aus dem Mutter und Kind oder Vater und Kind. Ich habe das ja in der letzten Folge auch schon so besprochen. Und da will ich nicht fallen. Wenn ich fall, dann ist das ein Problem. Okay. Ja. Ich vergessen, was ich sagen wollte. War nicht so wichtig, glaube ich. Hoffe. Das Penguin ist zumindest geschafft. Und ja, wisst ihr was? Quick Lilypad Hop. Ich glaube, das ist auch ja schneller. Denn an den kann ich mich erinnern. Der ist nämlich da. Lilypads. Das ist ein Stern. Süß, nicht? Jetzt gibt es noch ein Problem bei dem Stern. Naja, da unten ist eine Münze, bringt zwei. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich erwähne es nur gerne nochmal. Diese Dinger hier sinken. Bis dass man versinkt. Ha, get it? Auf jeden Fall gibt es hierfür einen kleinen feinen Trick. Also, Trick. Ist nicht wirklich ein Trick, sondern mehr Beobachtung. Hey, du! Gee, that star must be pretty powerful to have done an ordinary work, oder? Okay, yeah. Whatever. Wo ist mein Trick? Hab's vergessen. Ups. Mario, don't glitch me out there. Don't glitch me out there. Hey, mit dir habe ich glaube ich auch noch nicht gesprochen. So are you looking for power stars again, Mario? Well, I know about one that used to be at the bottom of the lake, but it's been so long that the giant tree seems to have absorbed it. Who knows if anyone will ever see it again? Wahrscheinlich ein Hinweis auf einen Stern? Sehr interessant. Auf jeden Fall, wo ist das, was ich gerade suche? Das ist da, oder? Ja, da, ein Schalter. Und dann soll man schnell sein, also schneller als der Wind, schneller als wer auch immer. Sucht euch irgendwas aus. Auf jeden Fall, da, diese Lilypads ganz schnell bewältigen. Auch den Lakitu da aus dem Weg schaffen und dann diese Boxen da schaffen. Wäre auch noch schön.
Und falls man es nicht schafft, naja, viel Spaß beim Zurückgehen. Da wo ich den ersten Weg ganz geschwind herzeige, so in etwa zumindest, dass man ungefähr Ahnung hat, welchen Weg ich jetzt zu bestreiten habe, beziehungsweise nicht zu bestreiten, wenn ich es dann zum ersten Mal schaffe. Und ja, wenn ich es schaffe, dann habe ich einen Stern und dann muss ich es nicht mehr nochmal machen und das ist schön. Nicht? Ich hoffe es zumindest. Okay, Baumstämme sind auch manchmal ärgerlich. Merke, Baumstämme schlimm. Lieber drei Sprünge. Ist die sichere Variante. Außerdem, Goombas, schlimm. Könnten einen im Weg gehen. Deswegen töten. So, viel besser. Auf zum Versuch Nummer 2. Diesmal hoffentlich besser. Ich glaube, beide Wege sind gleich schnell, also gehe ich den Weg. Weil, ja, ich habe Goombas außergeklärt, also passt das. Und Versuch Nummer 2 ist es. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen still geworden, weil es ja doch ein bisschen schwierig ist, aber hey, warum nicht? Und irgendwie war das jetzt gerade komisch. Ich glaube, ich habe jetzt innerhalb von 6, 7, 5 Minuten 2 Sterne einfach so und ja. Frustrierend irgendwie. Aber egal. Ich habe jetzt meine 3 Sterne und ich weiß nicht, wie lange die Folge heute dauert. Vielleicht dauert es länger, vielleicht dauert es nicht länger. Wir werden es herausfinden. Ihr wisst es natürlich schon, ich werde es herausfinden. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Zumindest wenn euch das heute nicht zu viel Fail war. Übrigens, wenn dem der Fall ist, oder wenn dem nicht der Fall ist, dann würde ich mir natürlich sehr über Like freuen, weil erstens hilft es mir über diese schwierigen Sterne hinweg, dass, ja, ich zumindest etwas höre, das mir Bengel aufmuntert und, ja, vielleicht sehen wir uns dann das nächste Mal. Also dann, bis zum nächsten Mal und fertig. Mögen die Sterne mit euch sein.